wir uns mal hier umgucken, ne? Oh, Säcke. Noch ein Säcke. Ah, Stufenaufstieg. Ja, komm rum. Jo, wir haben 3 Punkte. Wir können sie stärken. Geschicklichkeit, Willenskraft, Magie, Klugheit und Konstitution. Stärke bezeichnet die körperliche Fähigkeit eines Charakters, hat direkt Einfluss auf die Höhe des durch körperliche Angriffe verursachten Schadens und beeinflusst außerdem die Treffergenauigkeit von Nahkämpfern. Ein hoher Stärkewert ist für Krieger unverzichtbar, vor allem wenn sie zweihändig Waffen bewegen möchten. Und passt ebenso wie die Bischofen. Also werden es die Kämpfe aufnehmen müssen. Geschicklichkeit. Ein Charakter mit hoher Geschicklichkeit hat größere Chancen, Gegner zu treffen, Angriffe auszuweichen und erhöht außerdem den durchbohrende Waffen wie Dolche und Pfeile verursachten Schaden. Da ein hoher Geschicklichkeitswert unverzichtbar ist, um Bogenschießen und den Kampf mit zwei Waffen zu meistern, setzt die Schurken vor allem auf diese Attribute. Willenskraft. Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit und mentale Stärke eines Charakters. Magier mit hohen Willenskraft verfügen über Größe, Mannerreserve und können mehr Zauber wirken. Kriegern und Schurken verleiht ein höherer Willenskraftwert mehr Ausdauer für Kampftechniken und Spezialangriffe. Magie. Magie ist der Maßstab der natürlichen Affinität eines Charakters für die Welt, der es erkannt. Diese Attribute ist für Magier überaus wichtig, da es die Zauberkraft erhöht, die wiederum die Effektivität sämtlicher Zauber zu bestimmen. Darüber hinaus bestimmt diese Attribute bei allen Klassen, wie effektiv ein Charakter Tränke, Umschläge und Salben zu können. Klugheit. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir, glaube ich, diese Sachen nie richtig durchgelesen. Ich habe einfach irgendwas genommen, wo ich dachte, das wäre es richtig. Klugheit. Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Die Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampftaktiken zu erlernen, ist schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Da viele ihre Klassenfähigkeiten und Spezialangriffe weniger von Stärke als vielmehr von Raffinesse und der Beobachtung des Gegners abhängen, profitieren Schurken von diesen Attributen am meisten. Konstitution. Konstitution schützt die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit eines Charakters. Eine hohe Konstitution hat direkten Einfluss darauf, wie vielen Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. Jo, wir haben jetzt die 3 Punkte. Also ich möchte gerne in Klugheit. Wir sind ja nicht dumm, ne? Dann nehme ich noch Geschicklichkeit. Und weil mir hat es mir am Anfang die Konstitution. So. Ah, jetzt können wir unsere Punkte hier irgendwo reinsetzen. Entweder in Manipulation, passiv, benötigt 10 Klugheit, der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu überzeugen, ihren Ansichten zu ändern. Stärke lässt den Charakter einschüchtern. Einschüchternd wirken, während Klugheit ihn überzeugender macht. Stehlen. Ja, ich nehme das muss ich jetzt nicht unbedingt so vorlesen, aber etwas, was ich nicht unbedingt nehmen werde. Fallenbau. Der Charakter hat gelernt, aus normalen Werkstoffen einfache Fallen und Köder herzustellen. Brauche ich nicht. Überleben. Okay, wir können dann das verbesserte Überleben nehmen. Das normale Überleben. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe, deren Stufe unter seiner eigenen liegt, aufspüren. Diese Fähigkeit gewährt ihm außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenz. Fähigkeiten bestimmen. Okay. Diese Fähigkeit gewährt ihnen außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenz. Ja, Kräuterkunde. Der Charakter kann außergewöhnliche Kräuter, einfache Tränke und Pflege und Salben herstellen. Giftflasche und Kampfausbildung. Der Charakter hat die grundlegende Kampfausbildung hinter sich gebracht, wodurch Krieger und Schurken zukünftig auf Waffentalente der ersten Stufe erhalten. Magier verkraften.
Toll, ich habe alles umsonst vorgelesen. Ich glaube, man hat mich die ganze Zeit wieder nicht gehört. Ja, ich werde es irgendwann lernen mit dem Mikrofon. Falls man mich doch gehört hat, dann ist gut. Wenn nicht, ich hoffe, ihr habt es für euch wenigstens durchgelesen. So, ich werde Manipulation nehmen, das ist sehr wichtig. Unfairer Kampf. Der Schurke setzt einen Gegner außer Gefecht, dieser erleidet durch den Angriff keinen Schaden, wird aber kurzzeitig betäubt. Unter die Gürtellinie. Der Schurke führt einen schnellen, unfairen Tritt gegen sein Ziel aus und verursacht damit normalen Schaden. Scheitert der Gegner bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft, besteht darüber hinaus die Chance, dass er Abzüge auf Verteidigung und Bewegungsgeschwindigkeit bekommt. Geschickte Hände. Als Schurke versteht alle Schurken. Alle? Allee, aha. Allee, Schurken. Allee, Schurken. Verstehen etwas vom Öffnen und von Öffnen von Schlössern und von Ausspüren und Entschärfen von Fallen. Oh Gott, mein Deutsch halt, oder? Besonders geschickte Finger und einen festen Griff geben den Charakter Boni bei diesen Aufgaben. Auch seine Klugheit hat Einfluss auf diese Fähigkeit. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich das hier auch nehmen. Hier haben wir zwar auch schön interessante Sachen, vor allem ich bin ja so ein Bogenschießer oder halt mit Zweihandwaffen. Das ist so mein Stil, aber ich denke mal, ich werde das hier nehmen. Wird im späteren Verlauf noch sehr wichtig sein. So, können wir vielleicht noch irgendwie uns Rüstung anlegen? Interessantere? Vergleich. Ach, verdammt. Was mache ich denn da? So, dann gucken wir weiter. Und wie gesagt, ich vergesse gerne mal hier mein Mikrofon zu entmuten und deswegen nicht mal mit am Zimmer auch gar nichts mehr kommt. Okay, wir haben gerade einen Kodex bekommen. Ich will auch das da. Ja, jetzt hier. Wieder neuer Kodex. Eine Truhe, Es yay! geht weiter. Nein, tut mir leid. Was ist das denn? Ich bin. Wir begleiten voll unser Volk hier Fertig. gerade, aber egal. Ach, das sind diese Viecher hier. Ich glaube, Haller heißen die. Dieser Schemlen war ein grauer Wächter. Angeblich sind sie mächtige Krieger. Warum müssen wir wieder weggehen? Immer gehen wir irgendwo hin. Warum kann ich nicht in die Schemstadt gehen? Wieso will die Hüterin, dass wir so schnell weiterziehen? Wir wollten noch Wochen hierbleiben. Du bist also zu uns zurückgekehrt, Dallern. Wir sind dankbar, dass du wohlauf bist. Die Schemlen also. Und vermutlich haben sie euch auch in diese Höhle gezerrt. Haben sie euch vorher gefesselt, sodass ihr der Hüterin nichts davon erzählen konntet? Es war also Temlens Idee, was? Und du kannst nicht selbst denken. Du bist so jung, da muss man dir wohl verzeihen. Es ist traurig, dass Temlen den Preis dafür bezahlt. Es wäre ein schreckliches Verbrechen, dich zu verlieren, Dallen. Du gehörst nicht nur dir selbst, oder hast du das etwa vergessen?
Erzählen wir diesen Kindern vom Fall der Dales. Du würdest mich ehren, wenn du mich dabei unterstützt. Alle Dales sollten diese Geschichte kennen und ihre Lehren im Herzen bewahren. Kommt, Kinder, und hört vom Fall der Dales. Ihr müsst diese Geschichte kennen, denn sie macht euch zu dälisch. Möchtest du anfangen, Dalen? Ja, Sklaven eines schrecklichen Königreichs, das die Menschen mit dunkelster Magie errichtet hatten. Als es fiel, waren wir frei. Wir errichteten unsere Heimat in den Dales, verehrten die Schöpfer und bauten unsere Kultur und Geschichte wieder auf, die wir in den langen Jahren der Sklaverei verloren hatten. Sie lehnten unsere Götter ab, weil wir ihre nicht verehrten, und sie lehnten unsere Gebräuche ab, weil wir unser Volk dem ihren vorzogen. Im Laufe der Jahre kühlten die Beziehungen zwischen ihnen und den Dales immer weiter ab. In ihren Augen waren wir Gotteslästerer und grausame Tyrannen. Und so fielen die Dales. Sie nahmen uns unser Land und zerstreuten unser Volk. Sie zwangen uns, in ihren Städten zu leben und uns von unseren Göttern abzuwenden. Doch viele von uns weigerten sich, unsere Traditionen abzulegen. Wir beschlossen, uns in alle Himmelsrichtungen zu zerstreuen und durch das Land zu ziehen. Um zu überleben und unsere Kultur zu bewahren, bleiben die Clans für sich allein, bis die Elvenan wieder eine Heimat haben. Wir sind die Dalish, Behüter des verlorenen Wissens, Wanderer auf dem einsamen Pfad. Dank für deine Geduld, Dalen. Du hast dich sowohl an die Geschichte als auch an den Schwur der Dales perfekt erinnert. Jetzt solltest du dich wieder deinen Aufgaben widmen. Ich bete, dass du Tamlin bald findest. Über den, der dich zurückgebracht hat? Nur wenig. Für einen Menschen scheint er einigermaßen anständig zu sein. Und die grauen Wächter sind zweifellos Helden. Mitglieder unseres eigenen Clans haben sich ihnen in der Vergangenheit angeschlossen. Nur, dass diese schrecklichen Feinde lebendiges Fleisch fressen und in unterirdischen Tunneln lauern, die einst von den Durgenlern, den Zwergen, beherrscht wurden. Vor Ewigkeiten, während der letzten Verderbnis, wurden sie von den grauen Wächtern fast vollständig ausgelöscht. Falls sie zurückkehren, werden alle Rassen vor Furcht erzittern. Davon habe ich noch nie gehört. Doch in den Tagen des alten Arlethen haben wir in Freiheit gelebt und uns über das ganze Land ausgebreitet. Wir waren so vielfältig wie die Schemlen, wenn auch nicht so viele. Es ist möglich, dass einige von uns damals in Höhlen gelebt haben, doch alles Wissen aus dieser Zeit ist verloren. Natürlich. Mögen die Götter dir den Weg weisen, Dalen. So, diesmal habe ich das Mikrofon endlich mal nicht genug muted gehalten. Ach ja. Manchmal habe ich halt meinen Kopf irgendwo anders in den Wolken und vergesse halt gerne mal das Endmuten dann. Aber ich denke mal, wenn man so an den Anfängen noch ist, darf man gerne sowas auch mal vergessen. Oder? Darf man nicht? Nein? Hm, okay. So. Ah, schön, dass es dir gut geht. Du warst nicht hier, als Paul angekommen ist, oder? Ich habe von dir gehört. Alle hier sprechen von dir und dem anderen vermissten Jäger. Ein grauer Wächter hat dich zurückgebracht. Ist es so offensichtlich? Ich bin vor wenigen Tagen auf euer Lager gestoßen. Es war reines Glück.
In einem Dorf der Menschen habe ich Gerüchte gehört, dass es in der Nähe ein Lager der Dalish geben soll. Ich habe einfach gehofft, im Wald auf eure Jäger zu treffen. Du hattest Glück, dass ich nicht auf dich geschossen habe, Paul. Ich dachte, du seist ein Schem und noch dazu ein Bandit. Du bist nicht der erste Stadtelf, der sich unserem Volk anschließt. Ich bin sicher, dass das Leben mit uns erfüllender für dich sein wird als unter den Schems, auch wenn es genauso rau ist. Im Gesindeviertel erzählt man sich schreckliche Geschichten über die Dalish. Sie sind doch nicht wahr, oder? Vielen Dank. Euer Clan ist sehr freundlich und warmherzig. Ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Es war schön, dich getroffen zu haben. Vielleicht kann ich eines Tages mit dir auf die Jagd gehen. Du warst noch nie in einer Stadt? Auch nicht in einer der kleineren? Wir handeln von Zeit zu Zeit in kleinen Dörfern mit den Schemlen, aber nur wenige des Clans brechen dazu auf. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, noch nie eine Stadt gesehen zu haben. Es ist beengt dort. Die Gebäude stehen dicht beieinander. Überall sind Leute. Und es stinkt die ganze Zeit. Nur wenn sie Diener sind. Die meisten von uns leben in einem Teil der Stadt, der Gesindeviertel genannt wird. Er ist durch Mauern von den Menschen abgetrennt. Nur die Ärmsten leben dort. Tagelöhner, Hafenarbeiter und Diebe. Und das sind schon die Glücklichen. Möglich, aber so sehen wir das nicht. Für die meisten von uns ist es einfach so, wie es ist. Bei Andraste, natürlich nicht. Jegliche Waffen sind verboten. Ein Kampf führt nur dazu, dass man verhaftet wird. Und ich musste die Stadt noch nie zuvor verlassen, geschweige denn auf die Jagd gehen. Nun, in der Stadt erzählt man sich das Gleiche über euch. Geschichten über Banditenbanden der Dalish, die ohne Grund Leute angreifen. Wir würden uns niemals wie Banditen verhalten. Ich sage doch nur, was uns erzählt wird. Und zwar nicht nur von Menschen, sondern auch von Elfen. Und selbst wenn, würden die meisten von ihnen die Stadt nicht verlassen. Durch das Land zu ziehen und zu jagen, hört sich nicht nach einem guten Leben an. Zumindest würden sie in Freiheit leben, als Gleichgestellte. Ja, vielleicht. Aber die meisten Elfen, die ich kenne, unterscheiden sich von den Menschen nur durch die Menge an Münzen, die sie besitzen. Reichtum würde sie zu Gleichgestellten machen, nicht die Freiheit. Ich habe gestohlen und Probleme mit dem Gesetz bekommen. Aber ich bin kein Dieb. Wir hatten nur einfach nie eine Wahl. Meine Mutter war eine Dienstmagd und mit etwas Glück hätte ich Arbeit am Hafen bekommen. Man schlägt sich eben durch, so gut es geht, richtig? Als meine Mutter starb, habe ich mich betrunken und wurde im Gasthaus geschnappt, als ich einer Wache die Börse stehlen wollte. Sie wollten mich hängen, aber ich konnte entkommen und habe dann von diesem Lager gehört. Ich werde mein Bestes geben, mich anzupassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr mich so freundlich willkommen heißt. Ich hatte höchstens darauf gehofft, ihr würdet mich für eine Weile verstecken. Zum Glück habe ich mich geirrt. Natürlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, wir sind da die Freundlichen, ne? Nicht so wie die Menschen. Die bösen, bösen Menschen. Ja, ja. Musste mal gesagt werden. Es freut mich, dass es dir besser geht. Und wenn wir Tamlin gefunden haben, können sich alle auf unsere Reise in den Norden konzentrieren. Vielen Dank für den Bogen, Meister Eilen. Er ist leicht und trotzdem robust. Viel besser als der, den ich mir letztes Jahr gemacht habe. Du musst dich nicht bedanken. Mein Vater hat ihn gemacht und im Kampf gegen die Stämme der Clan verwendet. Ich werde ihm Ehre machen. Natürlich. Nimm dir, was du brauchst. Ich nehme alles. Alles. Ich habe kein Geld. Dann verkauf mir eben was. Mal gucken. Ich weiß, ich rede ja nicht allzu viel, aber... Ja, okay, das hier behalte ich mal. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, ne?
Es sieht irgendwie sehr brauchbar aus. Ansonsten. So. Würde ein bisschen mehr Schaden machen, auch mehr kritischen Schaden. Ja, ich glaube, den nehme ich. Ansonsten sind hier, glaube ich, nur noch zwei Händige. Ja. Was haben wir denn hier? Oh. Mundumschlag ist immer sehr interessant, sehr wichtig, auch wenn es nur ein schwacher ist. Kann man immer gebrauchen. Ist nie fehl am Platz. Auch die hier sehr wichtig, aber so viel kann ich mir gar nicht leisten. Wenn ich nur zwei Stück nehme. Was haben wir denn noch alles? Fallenauslöser, Todeswurzel. Nein, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber noch nicht, beziehungsweise so. So. Quatsch mir nochmal mit dem da. Ah, du bist zurück. Es ist mir eine Ehre, sie dir zu erzählen. Unser Clan gehörte zu den ersten, die aus den Dales flohen. Wir kamen nach Ferelden zu den Menschen. Die schlimmsten von ihnen waren die Barbaren der Clan. Aber wir haben nicht auf ihren Angriff gewartet. Alle Clans der Dalish in Ferelden vereinten sich und wir brachten den Kampf zu ihnen. Sie waren nur ehrlose Barbaren. Sie hätten uns ohne Zögern niedergemacht. Die folgende Schlacht lief gut für uns. An diesem Tag haben wir den Ruf erlangt, die tödlichsten aller Bogenschützen zu sein. Mit unseren Pfeilen erkämpften wir uns das Recht, nach Belieben durch diese Wälder zu ziehen. Und mein Vater hat dabei diesen Bogen benutzt. Danke, dass ihr mir das erzählt habt, Meister Eilen. Und besonders für den Bogen. Ich werde seine Geschichte ehren. Möchtest du eine meiner eigenen Arbeiten? Er hat zwar noch keine Geschichte, aber das wirst du hoffentlich bald ändern, richtig? Ja, werde ich. Wir alle gehören zum selben Clan. Seine Hand ist wie meine eigene. Ich habe mich von nichts getrennt. Es war mein Vater, der als erster von den Vir Tanadel gesprochen hat, den drei Wegen des Jägers. Der erste ist Vir Asan, der Weg des Pfeils, der uns unser Ziel unbeirrt verfolgen lässt. Der zweite ist Vir Borasan, der Weg des Bogens, der uns lehrt, uns zu biegen, ohne zu brechen. Der letzte ist Vir Adalan, der Weg des Waldes. Wir sind so alt wie die Wälder. Und jeder Baum ist Teil von etwas Größerem. Teil des ganzen Landes. Das ist es, was alle Dalish vereint. Eines Tages werden wir wieder eine Heimat haben. Mögen die Schöpfer dir den Weg weisen. Cool, und jetzt noch umsonst noch einen Bogen bekommen. Das ist doch mal was Tolles. So. Jetzt haben wir auch mit dem gequatscht. Jetzt suchen wir diese Marin, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich die gesucht hatte. Ein neuer Codex-Eintrag. Suchen wir Zita? Anathara, schön, dass du wieder auf den Beinen bist. Es geht Ihnen gut. Die Hüterin hat den Clan aufgerufen, sich auf den Marsch vorzubereiten. Und die Haller werden bereit sein, uns an unser Ziel zu bringen. Eine von ihnen ist trächtig, aber das dürfte kein Problem sein. Darf ich dich nach Temlins Schicksal fragen? Es heißt, der Clan würde aufbrechen, bevor wir ihn gefunden haben. Die Haller betrauern unsere Toten. Es gibt keinen herzzerreißenderen Klang als den ihrer Klagelaute. Aber zumindest müssen sie nicht dich betrauern. Sie haben dich ziemlich gern. Ich bewundere ihre Stärke und ihren Stolz. Sie sind Gleichgestellte, keine Diener wie die Pferde der Schemlin.
Auf jeden Fall beneide ich die Hüterin nicht darum, diese Entscheidungen treffen zu müssen. Ich bete für Temlins sichere Rückkehr. Jo, ich glaube, das tun wir alle. Kind, Jäger, Elfen, Aschhalle. Ich habe es geschafft. Yay. So. Ich muss mal kurz gucken.